Okay, alles klar. Ich bin Alexander Naumov. Ich bin der Entwickler von Catalog Manager, dem Nachfolger von F-Modul. Kurze Frage, kennt jemand F-Modul? Okay, wer hat damit schon gearbeitet? Okay, alles klar. Catalog Manager, hat jemand damit schon gearbeitet? Niemand. Okay, gut, dann ich mache heute die Grundlagen. Wir machen, wie man Backend-Modul eingibt, Eingabefelder und Listen erstellen, Filterung. Die vier Themen will ich heute behandeln. Und zwar, wir fangen damit an, dass ich erstmal das Backend-Modul erkläre, wie man mit dem Catalog-Manager einfach eigene Tabellen erstellt. Und zwar, das Backend-Modul ist nichts anderes als einfach eine MySQL-Tabelle, die erstellt wird. Zusätzlich gibt es noch diesen Data Container Array, was noch im Hintergrund für den Kotau erstellt wird. Und kurz noch für die, die hier noch nicht waren. Ich erkläre kurz Catalog Manager heute die Grundlagen, wie man ein Backend-Modul erstellt, Eingabefelder, Listen und Filterung. So, wir haben damit angefangen, dass wir erstmal irgendwie auf Kotau, Catalog Manager installiert, also Kotau 3 ist das ziemlich einfach, findet man in den Erweiterungskatalog, und Kotau 4 ist etwas komplizierter, man kann es manuell erstellen über Composer und demnächst auch Kotau Manager, hoffe ich, dass ich das in 2 Wochen so hinbekomme, dass man das auch über den Kotau Manager, da muss ich mich noch einarbeiten. Genau. So, wenn man das installiert hat, hat man dann Catalog Manager bei Systeme, klickt man drauf. Und dann oben, wie gewohnt, dieses Plus-Icon, neues Modul erstellen. Wenn man das getan hat, öffnet sich eine Eingabemaske mit, was du dann eingeben kannst. Und zwar die wichtigsten Sachen, die wir erstellen müssen, erstmal den Tabellennamen und die Modulnamenbeschreibung. Die drei Sachen sind das Essentielle. So, alles andere, wenn wir schon draufklicken, haben wir schon mein Backend-Modul erstellt. Mehr verlangt er nicht, aber wir können weitergehen und unser Backend-Modul auch für unsere Anforderungen ein bisschen optimieren. Zum Beispiel durch die Darstellungsoption, da gibt es einige. Und zwar, wir können die Datensätze einfach untereinander darstellen, ohne Sortierung, einfach ohne irgendwas. Dann gibt's, wir können Datensätze nach bestimmten Feld sortieren, nach Datum, Titel oder sonst was, gruppieren. Weiter können wir mehrspaltige Tabellen erstellen. Wir können, wie zum Beispiel bei Mitgliedermodul, dass wir einfach mehrere Items nebeneinander haben. Zum Beispiel den Benutzername, den First Name, Last Name und so weiter. Dann können wir Elterntabellen, also wir können auch Beziehungen, das gehe ich später darauf ein, Beziehungen erstellen, und dann können wir Kind-Eltern-View erstellen, wie bei zum Beispiel News, Events. Quasi so mit Archiven oder Wrappern arbeiten. Gerade in Sachen Übersetzung ist das ganz nützlich, wenn wir für jede Sprache einen Wrapper haben. Und als letztes können wir auch eine Baumstruktur verwenden, wie Seitenstruktur, zum Beispiel für irgendwelche Tags. Also wer mit Taxonomies arbeitet, kann gerne auch eine Baumstruktur erstellen als View. Weiter, wenn wir ein Backend-Modul anlegen, ist er erstmal nicht in der Navigation drin. Das müssen wir erst nachträglich positionieren, erstmal das Backend-Modul freischalten, dann kriegen wir irgendwo in der Hauptnavigation, können wir es positionieren. Das ist recht flexibel. Wir können auch die Navigationspunkte, Inhalte, Layout, Benutzerverhaltenssystem auch erweitern. Das geht über diesen DCA-INI, kann man Codeschnipseln reinfügen, dann kann man das auch dort, das wird dann erfasst und dann kann man da auch speichern. Genau, was jetzt neu dazugekommen ist, wer mit dem F-Modul gearbeitet hat, weiß, dass da keine Beziehungen zwischen den Tabellen möglich sind. Mit Catalog Manager ist es jetzt anders, man kann Beziehungen herstellen, und zwar Kind, Eltern, und so kann man seine eigenen Eltern, also Datensätze, nochmal gruppieren. Zum Beispiel, wenn man eine Firma hat, hat man Mitarbeiter und man will gleich einen Datensatz, nur ein Icon haben, wo man die Mitarbeiter einpflegt zu jeder Firma, oder Referenzen und irgendwelche, oder Sprachen, man hat für jede Sprache einen Wrapper erstellt, und in diesem Wrapper befinden sich dann die Datensätze für
Deutsch, Englisch, Französisch und so weiter. Also weiter können wir auch Inhaltselemente einbinden, das TL-Content. Das ist ja auch nur ein Kind-Element. Genau. Weiter gibt es die Operatoren. Es gibt standardmäßig das Erstellen, Löschen und das Info schon standardmäßig aktiviert. Das andere, Verschieben, Duplizieren und Aus- und Einblenden, können wir noch nachträglich einschalten, wenn wir Lust haben. Das erklärt sich auch von selber, also kennt jeder bestimmt mit Control. Dann können wir auch das Panel-Layout modifizieren. Darauf haben wir auch Zugriff. Wir können die Eingabefelder dann dementsprechend hier anzeigen und so auch filtern und suchen und sortieren. Genau. Dann gibt es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Die sind etwas komplexer, aber was auch noch geht, ist Google Maps, Geocoding. Wir können Koordinaten erstellen, die sind auch schon drin. Also das heißt, wir können für unsere Eingabefelder einfach die Klasse von Catalog Manager nutzen, ein paar Eingabefelder auswählen und erstellt automatisch die Geokoordinaten. Wir können den Sprachenwechselmodul, also das Change Language Modul nutzen. Da auch müssen ein paar Felder definiert werden und schon erkennt er schon, welche Datensätze zusammengehören, und da können wir im Frontend einfach zwischen den Datensätzen wechseln. Wir können Weiterleitungsseite definieren, wie man es im Control kennt, mit externen und internen Weiterleitung. Und so sieht zum Beispiel ein Eingabefeld aus. Es ist gruppiert alles nach Paletten. Oben, ganz oben sind Datenbankeinstellungen, allgemeine Einstellungen, und da kann man sich sortieren und einfach anklicken, was man benötigt für sein Modul. Einfach, wie gesagt, die einzigen Felder, die notwendig sind, sind Tabelle und Name. Der Rest ist, wie es jeder haben will. Die sind keine Pflichtfelder, das heißt. So, Fragen? Kann man auf bestehende Tabellen zugreifen, um die auszulesen und da andere Darstellungen zu machen? Bestehende Tabellen? Inwieweit? Ja, ich müsste auch die Mitglieder jetzt aus irgendeinem Grund. Nee, aber man kann die verwenden, als zum Beispiel als Kindtabelle oder sonst was. Man kann sie einbeziehen, aber man kann. Ja, also es ist nur für den Catalog Manager erzeugten Tabellen. Ja. Wenn man so eine Kindtabelle mit einbindet, wie bestimme ich denn, was ich dann in der Maske sehe von den Datensatz-Data-Relationen? Das kann man dann in der Kindtabelle definieren. Also wenn ich es wird erstmal eine Tabelle erstellt für das Elternelement, also für die Elterntabelle, und dann kommt die Kindtabelle, und die Kindtabelle muss auf das Eltern und die Eltern auf das verweisen, und dann passt es schon. Es ist auch so, dass bei dem, ich gehe mal kurz zurück, hier bei den Darstellungen ist es so, wenn du automatisch als Kindtabelle auswählst, blendet er dir alle Optionen aus, die nicht möglich sind, und am Ende kommt dann nur dieses Elterntabelle-View raus. Das heißt, man kann nichts falsch machen. Okay, dann mache ich weiter mit den Eingabefeldern. So, wenn wir jetzt ein Backend-Modul erstellt haben, haben wir zwei Felder. Einmal den Titel und einmal den Alias. Die sind immer da. Den Rest müssen wir selbst erstellen, je nach Anforderung. Haben wir Referenzen, können wir für unsere Referenzdatenbank Eingabefelder, wie wir haben wollen, Mitglieder, User, Firma, was auch immer, was wir brauchen, können wir selbst erstellen. Und der Catalog Manager gibt nichts vor, außer diesen zwei Felder, Titel und Alias. Die sind Pflicht, alles andere ist optional. So, Eingabe erstellen ist recht simpel. Modul erstellt, da gibt es diesen Stift-Symbol. Auf Stift klicken, kommt man weiter auf die Kind-Elemente, und da gibt es das neues Eingabefeld erstellen, und draufklicken, dann öffnet sich wieder eine Eingabemaske. So, wir haben diverse Feldtypen zur Auswahl. Textfeld, Datum, Nummernfeld, verstecktes Feld. Das sind erstmal alles Textfelder. Gegliedert in Datum, Nummern. Man kann auch theoretisch nur den Textfeld verwenden und den modifizieren. Wer das nicht machen will, der kann explizit dann Datumsfeld auswählen, wenn er mag. So, es gibt Text Area, da kann man auch den TinyMC bearbeiten, customizen oder einfach die Text Area so empty darstellen. Dann gibt es Radius, Select, Checkboxen, das sind so mit Auswahllisten. Darauf gehe ich noch speziell ein.
Es gibt Erklärungen, das sind einfach nur Labels, wenn wir für Kunden irgendwas noch Zusatzinformationen reinbauen wollen in die Eingabemaske, können wir gerne auch eine einfache Erklärung drauf machen. Wir haben eine Datenbankspalte, das ist quasi wird nur eine Datenbankspalte erstellt und dort können wir einfach Daten abspeichern, die wir, der Kunde nicht sehen soll, zum Beispiel Geokoordinaten oder bei der Galerie sind das die Sortierung, irgendwelche Arrays, die wir einfach, mit dem der Kunde nichts anfangen will, aber wir im Hintergrund erstellen müssen für irgendwelche Zwecke. Wir haben Kartenansicht, das ist ziemlich cool, man kann einfach Geokoordinaten einwählen für jedes Datensatz und so eine quasi auf der Listenansicht einfach solche Boxen mit Google Maps einbinden, mit Marker und dann haben wir so quasi unsere Google Maps für jeden Datensatz. Und das geht ziemlich einfach und das ist alles schon integriert. Wir haben, ja, Frage? Ja. Ja, das ist jetzt die, also kurz, diese Kartenansicht zeigt nur das, den Marker von einem Element und es gibt noch eine Listenansicht, wo komplett alle Marker in einem Dings angezeigt werden und das kann man filtern. Ja, dazu komme ich noch. Umkreissuche gibt es auch. Das kommt dann später bei der Listenansicht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Geokoordinaten eingegeben haben, wenn wir zwei Geokoordinaten haben, Google Maps, Datlon, können wir theoretisch ein Häkchen setzen und haben wir einen Umkreis suchen. Wir müssen halt noch ein Formular stellen für Postleitzahleingabe und so weiter. Gibt es noch. Aber das habe ich dann schon dokumentiert. Also wer auf die offizielle Seite geht, findet das schon. Datei-Upload, genau, Datei-Upload. Achso. Es ist die V3. Okay. Und man kann, also ich habe so, die wichtigsten Sachen habe ich schon in das Template reingeschrieben, aber du kannst das erweitern. Du kannst einfach das Template überschreiben und Icon wechseln oder sonst was und du kannst auch Bounce verwenden oder, wobei Bounce habe ich schon integriert. Also du kannst eigentlich das Template überschreiben und so machen, wie du es gerne hättest. Ja. Genau, Datei-Upload. Das ist erstmal Datei-Upload, aber eigentlich, was damit gemeint sind, Bilder, Galerien und Downloads. Also jeder kennt, wenn mit Contao gearbeitet hat, es gibt diese Bildauswahl, mehrfache Bildauswahl und es gibt Files, also Downloads, mehr einfache Downloads und Downloads, genau das ist es. Und man kann das einstellen und man kann echt für jeden Datensatz, den man dann später in der Listen anzeigt, eine Galerie machen. Schon in der Listenansicht, also nicht erst auf der Detailseite, sondern in der Listenansicht. Muss man zwar aufpassen, versucht nicht alle Datensätze, also maximal vielleicht 20 Datensätze pro Seite, sonst hat, oder man besorgt sich einen sehr guten Server, der das gut rendern kann. Aber sonst geht es. Also man muss ein bisschen aufpassen, wie der Server ist. Also nicht mehr, also es kann schon auf die Performance schlagen, weil es sind schon heftig Bilder zu bearbeiten, das Template-Reading, aber es ist möglich. Also genau. Und als letztes gibt es Paletten. Das ist einfach dieses umschließende, Paletten-Legenden oder was auch immer. Einfach diese, im Contao 3 sind das einfach diese grünen Reiter, im Contao 4 sind das diese grauen Reiter. Man kann es einfach gruppieren, also für Kunden einfach ein bisschen übersichtlicher machen. Soweit zu Feldtypen. Gibt es Fragen? Okay. Auch da, achso. Genau, und das ist auch, dazu komme ich auch noch, und zwar alles, was wir im Backend definieren, alle Felder, werden automatisch auch im Frontend so angezeigt. Das heißt, wir müssen da nichts extra. Es wäre möglich, dass die Kunde sich da umdreht und die Daten dann in Relation. Hm. Genau, also es ist alles zusammen. Was noch, woran ich noch arbeite, und wahrscheinlich wird sich vielleicht wird die Frage noch aufkommen: multiple Uploads. Gibt es nicht in Contao, also im Formularcenter. Da bin ich gerade dran, eine Erweiterung zu machen. Ich hoffe demnächst, dass man auch, wenn du im
Backend multiple Daten auswählen, desto ist auch im Frontend kannst. Momentan geht es nicht nur im Frontend, kannst du nur eine Datei hochladen, obwohl du vielleicht multiple Werte freigegeben hast. Das ist so das Problem noch. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal demnächst noch auch integriere. Ist mir auch nie aufgefallen, dass Contao im Frontend nie multiple Uploads erlaubt. Genau, auch hier ist es recht simpel, Feld erstellen. Wir brauchen 4 Sachen, Feldtyp auswählen, Title, Feldname. Feldname ist die Datenbankspalte und SQL-Datentyp. Also dann bei SQL-Datentyp wählt er dir schon meistens so ein bisschen intelligent vor, was du eventuell benötigst, aber du musst trotzdem noch rauswählen, wie groß der Wert ist und dementsprechend dann den passenden SQL-Typ-Datenfeld auswählen. So, das sind die 4 wichtigsten Sachen. Weiter können wir das jetzt die Felder noch optimieren. Genauso sieht die Eingabefeldmaske aus und da sieht man vielleicht bei der Beschreibung Standardwert, Platzhalter, Tab-Index und CSS-ID-Klasse, das ist Frontend. Also da sieht man schon, dass man auch für Frontend konfigurieren kann. Genau. Weiter können wir Panel-Layout, wir können, wie im Backend haben wir gerade festgestellt, wir können das Layout erstellen und jetzt können wir die Eingabefelder, die Werte, die wir dort haben, sagen, okay, das soll filterbar sein im Backend, das soll suchbar sein, es soll Feld ausschließen für irgendwelche Rechtengeschichten und so weiter, sortierbar. Und da können wir auch im Eingabefeld einfach Checkbox setzen, okay, das soll filterbar sein und dann kann der Kunde im Backend einfach ein Feld nutzen und danach sortieren. Ja. Dafür gibt es einen extra Filter. Er ist nochmal ein Stück weiter, weil da gibt es einfach viel mehr Operatoren, die du auswählen kannst. Und das ist etwas, da kannst du genauer einstellen. Vor allen Dingen will ich in der nächsten Version, vielleicht so Ende Sommer, Elasticsearch integrieren. Und das ist dann noch mächtiger und deswegen brauche ich da auf jeden Fall 2 Filter, dass du auf jeden Fall. Die Auswahllisten. Also wir haben Select, Radio, Checkboxen und die brauchen erstmal Auswahllisten für Werte und man hat 3 Möglichkeiten zur Auswahl. Man hat das Key Value, man kann einfach hingehen, man kennt das vielleicht von bei Formulargenerator gibt es ja diese, ich glaube auch Selectbox und dann gibt es einfach diesen Key Value, wo du einfach Plus machen kannst und dann immer deine Werte eintragen. Das gibt es hier auch, das kannst du machen. Problematisch, es gibt keine Beziehung zu anderen Tabellen und es ist einfach nur ein Wert. Du kannst es zwar übersetzen über die Init-Language, aber generell hat es keinen Mehrwert. Datenbank-Auswahllisten sind schon spannender. Du kannst sie übersetzen, du kannst sie filtern und Joins sind möglich. Du kannst zum Beispiel sagen, ich verbinde jetzt, ich habe einen Kunden und Adressen. Und ich kann zum Beispiel jetzt einfach eine Tabelle für Kunden machen und deine Adressen und einfach die zusammen verbinden und dass der Kunde dann einfach die Adresse oder die Adresse zum Kunden auswählt, weil das vielleicht doppelt vorkommt, dann muss er nicht jedes Mal eintragen, sondern einfach nur die Firma dazu auswählt. Klar, was ich meine, oder? Inner, Out und also ist es glaube ich immer Inner Join, also der Standard Join. Left, Out, es gibt keine Auswahl, aber ich denke, dass ich das später per Hook dann irgendwie das triggern kann und irgendwie so nochmal. Einfach mir immer E-Mail schreiben, wenn jemand irgendeinen extra Hook braucht für irgendeine Stelle im Code, also das geht jetzt an die Entwickler. Wenn irgendwas ist, wo ich hätte da gerne was modifiziert, mir eine E-Mail schreiben, ich baue einen Hook ein, kein Problem. Also von mir aus weiß ich nie genau, wo ich da einen Hook setzen kann, weil theoretisch kann ich überall machen. Wie so eine Latte an Hooks, aber ich warte immer da auf Rückmeldung von irgendjemand. Bis jetzt habe ich vielleicht 4-5 Hooks. Aber das ist kein Problem. Genau. Fremdschlüssel ist etwas, also Datenbankauswahl, die ist erstmal lose. Wenn zum Beispiel eine Datenbank existiert, die du verlinkt hast, irgendwann, du löscht sie irgendwann, dann schmeißt er keine Fehlermeldung. Der ignoriert das, der sagt, okay, da ist keine Datenbank, gibt es auch keine Datensätze, sucht nicht, fertig aus. Wenn du aber Fremdschlüssel verwendest, erstellst du in DCA einen Foreign Key, also einen Fremdschlüssel, und er erwartet, dass die Tabelle existiert und da kann es schon zu Problemen kommen, wenn du dann die Tabelle löscht. Deswegen Fremdschlüssel bewusst verwenden. Vorteil ist einfach, dass du im DCA einfach diese Verbindung hast.
im Contao. Also das ist eher was für Entwickler, die dann irgendwie nochmal mit Relation arbeiten. Okay, soweit so gut. Fragen zu Auswahllisten? Okay. Eingabefeldeinstellung, dieses E-Vol. Im Contao gibt es, ich weiß nicht wie viel Stück, für Felder, Pflichtfeld, ist das Feld einzigartig, Eingabeprüfung und so weiter. Ich habe schon eine Handvoll im Backend integriert, da musst du einfach Checkbox setzen oder Auswahl kurz auswählen, was du brauchst. Ist das eine Telefonnummer, ist das ein Pflichtfeld, ist das einzigartig? So Backend-Klassen kann er definieren. Wer sich auskennt, kann er gerne in die DCR-Init gehen. Und wie gesagt, alle Catalog-Manager sind Data Container Arrays. Das heißt, wir können alles manipulieren. Das ist die DCR-Config. Wer sich da auskennt, kann einfach den Tabellen, also DCR-TL, Unterschied DCR, Tabellenname, und dann einfach hingehen zu seinem Punkt und das einfach ändern. Du kannst deine Felder ändern und dann sagen, okay, ich hätte gerne da ein anderes Level, oder ich kann mit diesen Auswahllisten nichts anfangen. Ich hätte gerne da meine eigene Optionliste, dann machst du deinen eigenen Options Callback mit deiner eigenen Klasse und lädst einfach die Daten, wie du es gerne haben willst. Also da können die Entwickler sich einfach Zeit sparen, die ganzen DCAs zu erstellen und einfach nur modifizieren an bestimmten Stellen, wo die es haben wollen. So. Und das gilt auch für Backend-Module. Man kann alles, wirklich alles, selbst nochmal modifizieren und anpassen. Genau, das waren die Eingabefelder-Fragen. Okay. Jetzt kommen wir zum Frontend-Module. Es gibt vier Stück. Die Listenansicht, die Detailansicht, das Filterformular und Taxonomy. Ich werde heute Listenansicht behandeln. Wenn wir Zeit haben, kann ich noch vielleicht ein paar andere Sachen zeigen. Aber ich gehe heute auf jeden Fall auf die Listenansicht an, und die ist eigentlich schon umfassend. Und da sind die meisten Einstellungsmöglichkeiten die wichtigsten, sag ich mal. Genau. Listenansicht, Modultyp, Katalog, Listenansicht erstellen, Titel auswählen, Backend-Modul auswählen. Die drei Sachen. Und schon hast du eine Listenansicht und die funktioniert auch. Alle deine Datensätze werden einfach ausgegeben. Titel, weiterlesen. Fertig. Und jetzt kommt halt die Sache, die Listenansicht, die Katalog-Listenansicht ist so in diesen Palette an Eingabefeldern, und da musst du jetzt selbst hingehen und sagen, wie soll die Liste aussehen, und einfach jetzt hast du keine andere Möglichkeit, als dich da durchzuarbeiten, gucken, okay, es soll so sortierbar sein, es soll gruppiert sein, es soll eine Pagination haben und so weiter. Und ich will jetzt auf die Punkte eingehen, die man in der Listenansicht findet, und kurz erklären. Und das sind wirklich viele, aber dafür ist es customizer, also man kann es anpassen und ja. Fangen wir mit der Listenansicht-Einstellungen an. Und zwar, jede Listenansicht ist auch eine Detailansicht hier. Und zwar ist es nicht wie bei F-Modul, wo du immer zwei Seiten anstellen musstest, zum Beispiel eine Listenansichtseite in Seitenstruktur, und da hattest du noch Unterpunkt, so Detailseite. Hier ist es so, du hast eine Listenansicht und die ist auch gleichzeitig eine Detailansicht. Das heißt, klickst auf Weiterlesen, du verlässt die Seite nicht, du bist immer noch auf derselben Seite, und dann öffnet sich da schon die Detailansicht. Du kannst das aber deaktivieren. Ja? Wie meldet sich das mit der URL? Also schreibst du die da rum? Ja. Kann man das einstellen, was er da ranhängt und wie er das tut? Also er lässt erstmal die Seiten, also es gibt zwei Stück. Einmal Seitenname und das andere ist Auto-Item. Je nachdem, was du im Alias angegeben hast, öffnest, dann ist es. Ja, nur zwei Stück, also Auto-Item, sagt es dir was? Ja. Okay. Ja. Wie kann ich dann eigene Inhaltselemente auf die Detailseite setzen, wenn das jetzt alles eins ist? Ich gehe mal kurz zurück. Oder bei Kind-Tabellen, du setzt einfach dieses TL-Content als Kind-Tabelle, also du aktivierst die Checkbox Inhaltselemente verwenden, und dann gibt es in Daten im Backend schon ein dieses typische Icon, klickst drauf und dann kannst du wie im News oder Events deine Datensätze reinschreiben, also deine Content-Elemente, und wenn du auf die Detailseite reingehst, ist es schon sichtbar. Also so wie bei News eigentlich und Events. Genau, wenn du das, ja. Wenn du die URL umschreibst, wenn jemand macht einen Bookmark drauf und kommt auf die Seite drauf, ist dann dieser Datensatz oder die gewählten Datensätze wieder geöffnet, oder ist die Liste dann zu? Wenn die URL sichtbar ist, dann ist sie geöffnet.
Also einfach die URL muss einfach, also das Auto-Item, das letzte am Ende muss gesetzt werden, dann sucht er einfach nach der Detailseite. Wenn er nichts findet, gibt es eine 404. Ja. Es wird auch automatisch in die Sitemap reingemacht, also wenn du Suchindexierung machst. Deswegen sind es auch reale Seiten. Ja. Genau. Wenn du das nicht haben willst, kannst du es deaktivieren und dann eine Detailansicht, also Detailseite erstellen und dann nochmal Detailansicht und das nochmal separieren. Es ist halt so, wenn du mehrere Listenansichten auf einer Seite hast, nehmen wir an, du hast zwei Listenansichten auf einer Seite und dann öffnest du etwas und dann kann sein, dass du ein 404 bekommst, weil er nicht weiß, welche Liste er meint und da hat er irgendwas nicht gefunden, dann musst du einfach mit Detailseiten arbeiten. Ist relativ selten sowas, aber kann vorkommen. Genau, da gibt es als Tabelle darstellen, das ist ziemlich, als Tabelle darstellen ist ziemlich cool, wenn du in so einem erstmal anfängst zu arbeiten und einfach gucken willst, ob deine Datensätze auch überhaupt vorhanden ist, kannst du als Tabelle erstellen und dann tut er dir automatisch die als Tabelle setzen und alle Values quasi dann anzeigen, muss dann die Tabelle nicht konfigurieren erstmal. So, und dann gibt es noch das Template, kannst du auch modifizieren, das heißt TLG, Teaser, Template, ja. Wie gesagt, alle Listenansicht, ob Detail oder Listen, Detail oder Listenansicht kannst du alles in Template konfigurieren. Also es ist alles, passiert alles über das Template. Genau. Dann kommen wir zur Detailansicht-Einstellung. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist meine Listenansicht, ist auch meine Detailansicht, dann kannst du hier nochmal die Suchmaschinen-Einstellung machen. Du kannst sagen, okay, verwende mir dieses Feld als Description und das als Title für Google. Du kannst einen Link zurückdefinieren. Wenn du einen haben willst, meistens ist, wenn es auf derselben Seite ist, geht es sowieso auf dieselbe Seite, aber wenn du es doch irgendwie anders verlinken willst, kannst du das noch überschreiben. Detailansicht verhindern kannst du auch nochmal deaktivieren, falls du mit mehreren Listenansichten arbeitest. Das ist ein bisschen Konfigurationssache. Und hier kannst du das Template für die Master, also für die Detailansicht, definieren und dann dementsprechend anpassen. Die Inhaltselemente werden automatisch ausgegeben. Du musst dann nur vielleicht die Position setzen. Alle deine Felder, deine Eingabefelder musst du dann mit this File, also dieses typische PHP-Templating verwenden. Weiter gibt es die Sortierung. Du kannst Datensätze halt Reihenfolge ändern nach deinen Eingabefeldern, die du erstellt hast, nach Datum sortieren oder sonst was, je nachdem, was deine Anforderungen sind. Du kannst auch gruppieren und Zufallsortierung aktivieren. Weiter, das Standard Pagination, also Seitennummerierung, kannst du auch aktivieren. Du kannst Seiten Datensätze überspringen oder einfach limitieren oder einfach so eine Pagination, wo der User dann. Das ist sehr empfohlen, wer mit Galerien arbeitet, wie gesagt, dass man das ein bisschen kleiner macht, dass er nicht alles auf einmal rendern muss. Du kannst Kommentare aktivieren, auch wie bei News Events. Kennt wahrscheinlich auch jeder. Die Einstellungsmöglichkeiten sind genauso, dass ich da wahrscheinlich nur mit Notification Center arbeiten werde, was die E-Mails angeht, weil es Benachrichtigungen und so weiter. Hier kommen jetzt Karteneinstellungen. Du kannst jetzt hingehen und sagen, ich möchte hier meine Daten, also wenn man Geo-Koordinaten hat, kann man hier einfach Häkchen setzen. Diese Listenansicht will ich als Kartenansicht verwenden. Und dann werden dir einfach die Google Map angezeigt und die werden als Marker mit Infoboxen. Ja? Gehst du über den Datensatz in der Liste, ist es dann möglich, den Marker auf der Karte zu highlighten? Ja. Also du kannst, also wie gesagt, du hast einen Marker, klickst drauf und dann öffnet sich dieses Pop-up und da kannst du auch Template ändern. Und wie heißt es nochmal in Kontau? Also auf jeden Fall, da gibt es so ein, entweder über das Template oder da gibt es so ein Text-Area, wo du einfach deine Sachen. Doch. Hm? Dass du dann siehst, welcher Pin auf der Karte dafür zuständig ist. Theoretisch kann man da eine JavaScript-Erweiterung machen. Schreib in der Dokumentation oder irgendwo oder GitHub bei mir als Feature und ich guck mal, was da geht. Okay. Das so. Ja. Natürlich hast du, wie gesagt, du hast vollständige Kontrolle über das API. Einfach in JavaScript einfach dein Dings einschreiben.
Das meiste wird schon abgedeckt, aber wer noch ein bisschen Extras haben will, kann hier seine Google-API nochmal ändern. Weiter ist die Umkreissuche. Auch ein Häkchen setzen, Geokoordinaten auswählen und Standort aus. Falls, es ist meistens so, dass wenn du eine Umkreissuche hast, gibst du einfach nur die Passleitzahl an. Das ist leider nicht genügend. Es gibt viele Passleitzahlen. Er könnte dir auch irgendwo in den USA dann etwas anzeigen. Deswegen wäre es auch ratsam, dass du dort auch ein Land auswählst, auf was sich die Listen an sich wenn du halt irgendwas Internationales hast, dann, wie gesagt, du kannst nach Straße, Passleitzahl und Ort und was weiß ich. Alles Mögliche. Hier musst du einfach Land auswählen, nur wenn du ziemlich wenig Informationen, wenn der User ziemlich wenig Informationen gibt, eingibt, zum Beispiel in die Passleitzahl. So. Und dann gibt es noch das Frontend-Ending. Auch Häkchen setzen. Ich sage, okay, der User ist berechtigt, die Datensätze zu editieren im Frontend. Da kriegst du nochmal in der Listenansicht so ein Delete, bearbeiten, erstellen nochmal, gleich so links. Draufklicken, dann öffnet sich gleich ein Formular und du kannst dann, der User kann dann eingeben und so eben übers Frontend dann arbeiten. Du kannst die Formularfelder anpassen, du kannst sagen, okay, im Backend ist das Formular etwas mehr und im Frontend will ich, dass er vielleicht nur 2-3 Textfelder eingibt. Alles andere will ich ausblenden. Das heißt, du kannst ins Frontend ein bisschen nochmal das Formular modifizieren. Weiter kannst du Benutzerberechtigungen setzen, und zwar ist es genauso wie Backend-Benutzerberechtigungen, nur im Frontend. Es gibt jetzt diese Mitgliedergruppen, da habe ich eine kleine Erweiterung gemacht, da werden nochmal die Katalogs gelistet, und da kannst du sagen, der User darf löschen oder darf nur editieren und so weiter. Und da kannst du nochmal ganz speziell machen. Notification Center ist auch eingebunden, das heißt, wenn ein User etwas löscht, erstellt, kannst du nochmal eine E-Mail per Notification Center verschicken. Datei-Upload muss separat aktiviert werden, wenn du irgendwelche Uploads haben willst. Sonst funktioniert das genauso wie mit Formulargenerator. Dass du musst Dateitypen erstmal erlauben, die Größe definieren und so weiter. Also das muss auf jeden Fall validiert werden. Ich habe ziemlich viele E-Mail-Anfragen bekommen. Wie ist es, wenn zum Beispiel ein User jetzt angemeldet ist und nur seine eigenen Inhaltselemente sehen, also nur seine Datensätze sehen will? Und zwar, später kommen wir auf die Filterung zurück, also auf die Filterung kommen wir noch, und wir können den InstaTag-User verwenden und dort die ID auslesen vom angemeldeten User, und wenn der Datensatz über ein ID verfügt, also über eine User-ID, können wir einfach alle Datensätze, die diese User-ID haben, die gerade angemeldet ist, angezeigt werden. Und dann werden automatisch alles gefiltert, was der User nicht sehen darf, nur seine eigene. Also das macht man über Filtern, und das muss man explizit dann einstellen. So, und das geht auf jeden Fall. Man kann da, weil man da ziemlich viele coole Filterungsmöglichkeiten hat, kann man das nochmal verfeinern. So. Verknüpfungen, also Joins. Wenn wir jetzt zum Beispiel Eingabefelder gemacht haben, zum Beispiel eine Selectbox, und die wird verknüpft mit irgendwelchen, zum Beispiel Firma und Mitarbeiter, können wir jetzt einfach Checkbox sagen, okay, gib mir auch die Mitarbeitertabelle mit aus, und dann können wir in der Firma-Tabelle, also in der Firma-Listen an sich, auf die Mitarbeiter zugreifen, also auf die Werte, die gejoint werden, und dann so in Template ausgeben. Das heißt, wir können die Daten, also die Tabellen, separieren, aufteilen, und einfach eine gute Struktur für Kunden machen, wie er das gerne haben will. Vielleicht gibt es 2 Adressen und dann musst du das nicht jedes Mal eingeben und wählt einfach über die Selectbox, und den Frontend haben wir trotzdem Zugriff auf gesamte Tabelle. Und es gibt eine Konvention im Template, und zwar wir machen dieses this und dann den Tabellennamen von der gejointen Tabelle und groß geschrieben den Eingabefeld. Man sieht, also ich habe das auch schon dokumentiert, also in der Doku kann man das schon nachlesen. Und die werden auch automatisch gepasst. Das heißt, wenn das jetzt zum Beispiel ein Logo ist, gibt er dir automatisch schon ein Bild raus. Das heißt, du musst jetzt nicht erstmal irgendeinen noch Code ausführen, um einfach das Logo darzustellen. Das heißt, er erkennt die Tabelle und weiß, was er dann zu tun hat. Und gibt ja so formatiert die Datensätze zurück. Fragen dazu? Okay. Wenn wir mit Beziehungen arbeiten, Tabellen, also Parent und Kind, Child und Kind, Eltern-Kind-Tabelle, kennt man ja im Backend diese grünen Icons, den Standard-Icons von Katalogmen, die kann man auch austauschen, aber kennt man ja in diesen dann Seitenleiste, das ist die Kind-Tabelle. Das kannst du auch im Frontend abbilden. Da
Dazu gibt es dort in der Listenansicht einfach so einen kleinen Widget. Da gibst du einfach die Weiterleitungsseite an und dann kannst du einfach so die Hintertabellen verlinken und den auch im Frontend ausgeben, so wie im Backend. So, und jetzt kommen wir zu der Filterung. Das Widget ist etwas, etwas nicht kompliziert, aber etwas anspruchsvoller als andere Widgets. Und zwar, wir müssen erstmal, wenn wir was filtern wollen, müssen erstmal auswählen, welchen Feld wir haben wollen, Eingabefeld. Wir müssen Operator auswählen, also was wollen wir machen, ist das ein Regex, ist das ein Gleichoperator oder sonst was, und wir müssen den Wert eingeben, nach was gesucht werden soll. Und so sieht das Widget aus. Wir aktivieren erstmal Taxonomies Filter, dann wählen wir einen Feldtyp aus, klicken auf das Plus-Icon und das wird dann automatisch in die Liste eingetragen. Dort können wir nochmal den Feldtyp, wenn sein muss, auswählen, Operator auswählen und dann den Wert eintragen. Als Wert akzeptiert er auch Intertext. Wie gesagt, wegen dieser User-Geschichte, wenn du irgendwas nach User-ID filtern willst. Das sind die Operatoren, die er unterstützt. Das sind übernommen, also vom SQL. Man hat den Gleich, Ungleich, Regex, man hat den Find, Inset, größer, größer, gleich, kleiner und so weiter, in, between, ist null, ist not null. Einfach auswählen, was du brauchst und dann wird er danach suchen. Die mit dem Sternchen markierten, das sind Mehrfachauswahl. Wenn du zum Beispiel multiple Werte hast, kannst du einfach Komma separiert reinschreiben, nach was er suchen soll, und dann kannst du zum Beispiel das Find in Set und dann Value A, Komma, Value B und so weiter. Und sucht dann dir nach Mehrfachauswahl. Wie gesagt, bei Werten kannst du einen Wert eintragen, Komma getrennt oder Insertex. So. Und zu einem ganz besonderen Insertex, das ist von Catalog Manager, das ist dieses CTLG-Active. Und zwar, dieses Insertex tut nichts anderes, auch als auf die Get-Parameter zuzugreifen. Zum Beispiel, du hast jetzt Formular erstellt und das setzt Get-Parameter. Und auf die kannst du zugreifen und dann die Liste dementsprechend filtern. Ja. Post kann ich machen, habe ich noch. Ja, kann ich machen. Geht momentan, glaube ich, nicht. Ich bin mir da nicht sicher, weil ich immer mit Get bis jetzt, aber wenn es nicht geht, auch kurz Feedback, ich schalte es frei. Aber das ist kein Ding. Also wie gesagt, dieses Active macht nichts anderes als die aktiven Post oder Get irgendwann mal auszulesen und dann in die Filterung zu setzen und so entsprechend die Liste zu filtern. Die Multiplen, also sagen wir so, wenn der Get-Parameter, zum Beispiel dieses Merkmale, Mehrfachauswahl ist, erkennt es automatisch und setzt es ja schon automatisch Komma getrennt in das Ding und dann macht es schon für dich alles. So, das war's soweit zu meinem Vortrag. Fragen? Ja? Jetzt mehrere Filter auf einer Seite, die Listenausgabe dann automatisch einmal bei allen Abhängigkeiten sofort aktualisiert oder müsst ihr irgendwie erst einen Filtern-Button klicken? Oder? Inwiefern, also im Frontend? Kann ich die Filter im Frontend, kann ich ja darstellen? Ja, das ist einfach nur. Wenn ich jetzt mehrere Filter habe, die verschiedene, ja, A bis Z und Datum sortieren und sowas. Wenn ich die beide auswähle, wird es dann sofort live sortiert? Ja, klar. Also auf Sortieren klicken, dann lädt sich die Seite neu und dann kannst du das sortieren. Also es ist kein Ajax, aber es wird einfach sortieren und wird angezeigt. Ja, genau, Reload. Ja. Man kann es auch mit Ajax machen, aber das wäre schon etwas, muss man schon mehr machen und es ist dann noch JavaScript dazu. Aber es ist theoretisch möglich. Du kannst auch alles ausblenden und dann einfach mit Ajax call und dann die Datensätze laden und dann geht schon, aber muss man halt selbst das Template dementsprechend editieren. Genau, das ist die Demo-Seite. Und da habe ich schon ein paar Beispiele gemacht mit zum Beispiel Vereine demonstriert sehr schön, wie man Relation macht. Einfach, da habe ich einen Verein, jeder Verein hat Trainer, Mitglieder und Sportarten und das habe ich drei verschiedene Tabellen gemacht und alles verknüpft, dass es hier so angezeigt wird. Zum Beispiel, hier sind meine Vereine, jeder Verein hat so seine Sportarten und wenn ich zum Beispiel jetzt auf die Detailseite gehe von, zum Beispiel von
hier von Karate Kings. WLAN ist hier echt. Ich mache es bei mir lokal. Nur bei mir lokal ist es eine Dev-Entwicklung. Wenn irgendwas kaputt geht, dann liegt es an der Dev-Entwicklung, nicht am Katalogmanager. Zumindest geht es dann schneller. Zum Beispiel, ich klicke jetzt auf irgendeinen Verein. Ja, jetzt langsam. Zum Beispiel jetzt haben wir die Detailseite. Wir können jetzt, weil wir, wenn wir auf die Detailseite eingehen, können wir zum Beispiel alternative Vereine anbinden auf der Detailseite. Zum Beispiel alle, die irgendwas mit Rugby zu tun haben oder mit Fußball. Wenn er, was hat er für Sportarten? Der hat jetzt nur Rugby, glaube ich. Ja, hier werden nur Rugby-Vereine angezeigt. Hier sind es die Detailseite. Hier werden die angebotenen Sportarten. Der hat jetzt nur eine. Das ist eine Listenansicht und hier sind die Trainer aufgelistet, die zu dem Verein gehören. Und hier sind die, genau, das sind die Trainer und das sind die Mitglieder. Und das ist wirklich, das sind, du bist jetzt auf der Detailseite von diesem Rugby und da kannst du wirklich die Beziehungen herstellen, die zu der Tabelle, Eingabefelder gehören und so deine Detailseite etwas modifizieren. Du kannst Text setzen und dann dementsprechend per Text suchen, was gehört auf diese Detailseite, was könnte den Kunden noch interessieren. Wenn er sich für ein bestimmtes Thema interessiert, kann man da hier noch eine Listenansicht einbinden mit weiteren Artikeln, ähnliche Artikel oder wie man es halt so von anderen Sachen kennt. Wenn ich zum Beispiel so selbst irgendwo hingehe, was mehrere, zum Beispiel der Sportarena hat richtig viele Sportarten, dementsprechend suche ich hier nach Alternativen. Ja? Genau. Genau, das ist zum Beispiel bei Projekte. Hast du hier dieses Taxonomy-Baum. Hier hast du deine Datensätze, werden erstmal aufgelistet. Wenn du jetzt auf Design-Konzept klickst, klickst du auch hier oben, sieht man, eine schönere URL und dann werden die auch gelistet. Dann gehst du weiter, ich hätte ja nur noch Photoshop oder nur PHP. Nochmal, hier werden Design, PHP und hier Dings gesetzt. Und das wird auch dann kannst du diesen Link an Kunden oder sonst was schicken und dann hast du einfach nur einen bestimmten Themenauswahl. Das kannst du dann, ich weiß nicht, SEO-mäßig, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Vorteil, wenn du nochmal in der URL diese Schlagwörter drin steht. Ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für Google. Wie man die Taxonomies macht, das ist ziemlich easy. Man geht auf die Seitenstruktur, auf Projekte und unter dieser Seitenstruktur gibt es hier diese Katalog-Manager-Einstellungen und es gibt Routing verwenden, suchst dir deine Tabelle aus, aus der du deine Taxonomies beziehen willst und hier werden einfach schon die joinbaren Eingabefelder, das ist Select, Checkbox und Radio-Buttons aufgelistet und dann suchst du die aus und hier unten hast du so eine Vorschau, Issue/Technologies, das sind einfach deine Struktur, deine URL-Struktur, die dann später dann so aussehen wird. Auto-Item ist der Alias des Datensatzes, was du auch immer verwenden musst, sonst gibt es keine Detailseite. Genau, ich kann jetzt nochmal hingehen, hier Kunde einbinden, Kunde auswählen. Speichern und schließen. Dann gehe ich auf Themes. Gehe zu meinem Taxonomy. Hier ist es halt so, wenn ich dieses Katalog Taxonomy Listenansicht erstelle, kann ich sagen, ey, nimm mir aus der Seitenstruktur einfach die Taxonomies und verwende die. Das heißt, ich muss sie nicht nochmal hier hinzugehen und nochmal eingeben, was ich in der Seitenstruktur gemacht habe. Das heißt, es reicht schon, wenn ich die Seitenstruktur editiere und hier das so setze, dann übernimmt das schon automatisch. Ich mache einfach hier Speichern. Wenn ich die Seite jetzt neu lade, kann ich hier im Webkonzept, Photoshop, Achso, ja, ich bin jetzt auf der Live-Seite.
Sorry, mach das gleich nochmal. Genau, ich meine Seitenstruktur, habe da kurz bei Projekte ein weiteres, also Kunde freigeschaltet. Also ich will nach der Reihenfolge, ich will zuerst Projekttyp anzeigen, dann Kunde, oder nee, zuerst Kunde, Projekttyp und dann Technologie in der Reihenfolge. Mach Speichern, lade die Seite neu und habe jetzt erstmal meine Kunden zum Beispiel. Klick drauf, was hat der Kunde, der hat nur Web, was habe ich für Web gemacht, PHP. Wenn ich das halt mehr Datensätze habe, entstehen da auch mehr Sachen, aber so im Prinzip funktioniert das. Die Taxonomies. Hier werden die Taxonomies automatisch gesetzt. Ich habe ja hier noch die Detailansicht für diese. Hier muss ich die Reihenfolge auch beachten. Ich zeige mal, was ich mache, wenn ich die Detailseite und die Listenansicht verschiedene Taxonomies haben, also verschiedene Verknüpfungen. Dann passiert es, wenn ich hier draufklicke, dass ich eine 404 bekomme, weil einfach die Asynchron sind. Also die Listenansicht, Taxonomies und die Detailansicht sind verschieden. Und da muss ich halt achten, dass meine Zeilenansicht auch dieselbe Struktur hat. Also zuerst Kunde, Projekttyp, Technologie. Gehen wir zurück. Geh drauf und dann bin ich auf der Detailseite. Und ich habe hier so eine richtig lange URL-Struktur. Und das kann ich auch mit dieses Active Insert Tag abgreifen. Und so zum Beispiel wie hier ähnliche Projekte filtern und ähnliche Projekte in der Seitenansicht anzeigen, die auch zum Kunden gehören oder zum auch JavaScript oder PHP sind oder irgendwie damit verwandt sind. Das kann ich selbst dann bei der Filterung definieren. So. Genau, was ich hier noch gemacht habe, das ist zwar kein Kundenlogo, einfach ein Bild von mir. Und zwar, das sind Projekte. Ich habe auch hier Kunden und diese Kunden haben das Logo. Zum Beispiel, das ist jetzt die Kundentabelle. Und das ist jetzt die Projekttabelle. Und trotzdem kann ich hier das Kundenlogo ausgeben, weil er zum Projekt gehört. Und ich habe das halt mit Joins so gemacht, dass ich einfach darauf Zugriff habe. Und ich kann jetzt zum Beispiel dieses Bild zugreifen, obwohl er gar nicht zu dieser Tabelle gehört. Genau. Was auch noch... Genau, dann zu Sprachen. Und zwar, deswegen muss ich kurz live gehen. Ich hab das. Ja. Wenn du jetzt das Kundenlogo im Template ausgibst, musst du ein Template machen. Du musst dann da die Variable aufgeben über this und den Variablennamen. Und da habe ich dann automatisch Zugriff auf alle Tabellen. Genau. Wie heißt es nochmal im Contao, dieses, wo man schön alles auflisten kann? Genau, das kannst du machen und dann kriegst du dann nochmal alle Attribute angezeigt und dann ist es meistens schon die Konvention drin. Tabellenname, großgeschrieben, Feldname. Okay, wenn ich jetzt an der Stelle mein Template das Logo haben möchte, dann schreibe ich das direkt ins Template. Genau, kann ich dir auch zeigen. Also es ist so, dass du echt viele Templates mit Catalog Manager erstellen musst, einfach aus dem Grund, weil du die Eingabefelder selbst ausgeben musst und du musst. Ich war ja, bevor ich Backend gemacht habe, war ich ziemlich lange Frontend-Entwickler und ich habe auch so mit anderen Systemen gearbeitet. Die haben das HTML so ausgegeben, wie die es gerne hätten. Einfach endlos viele Divs und ich dann als CSSler musste da irgendein Design machen und das hat mir einfach nicht gepasst. Und deswegen habe ich das bei meinem Modul jetzt so gemacht, dass du wirklich das HTML selbst bestimmen kannst, um einfach das Design schöner zu machen, einfach spezifischer für den Kunden. Und du musst einfach dann hingehen und Teaser und hier bei Projects. Immer wieder. Genau. Und dann hast du einfach hier dein Template und dann gibst du deine Eingabefelder aus. Hier ist zum Beispiel die Relation Title, Sektor und so weiter. Und dann kannst du hier dein Template machen und dann editieren. Genau, was ich noch zeigen will, ist einfach die Übersetzung. Also wenn wir mehrsprachige Webseiten haben und zum Beispiel das Change Language Modul verwenden, können wir auch
Das kann ich jetzt nur live zeigen, bei mir auf der Demo habe ich kein Changeling schon mal installiert. Wenn wir zum Beispiel auf Datensatz gehen, können wir hier dann, wenn wir das mit dem Modul verknüpft haben, können wir einfach dann zwischen den Übersetzungen wechseln. Und das ist alles Katalog. Das heißt, es wird, ist integriert und kann man auch Übersetzungen machen, das ist kein Problem. Kann ich dir kurz zeigen, wie das aufgebaut ist. Genau, das musst du, also du kannst auch zum Beispiel jetzt eine Tabelle haben und da sind einfach alle deine Sprachen aufgelistet. Du kannst dann die über dieses Panel-Layout filtern, aber es ist ziemlich unübersichtlich, deswegen kannst du so machen, du kannst dort Sprache hinterlegen und dann die Sprache so, das ist kein Problem, du kannst alles auch in eine machen, ohne Wrapper, nur es ist unübersichtlich. Ich mache meistens mit Wrappern, dass ich zusätzlich noch Kindelemente, so wie, wo war das? Sportdaten. Pinotiken. Ah ja, da habe ich schon Icon gemacht, dass ich einfach diese Rapper gemacht habe. Deutsch, Englisch und dann dort hinterlegt. Aber das ist nicht zwingend erforderlich, du kannst einfach alles reinschmeißen in eine einzige Tabelle. Also das heißt, du legst dann ein Feld für Deutsch an, ein Feld für Englisch. Ja, genau, und dann kannst du einfach dann per Text, das ist die deutsche Sprache, das ist die englische Sprache. Hier habe ich das zum Beispiel in einem Wrapper definiert, da ist die Sprache und da soll er sich orientieren. Hier müsstest du dann für jeden Datensatz quasi ein Dings anlegen, eine Sprache. Ja. So, wie man das macht, wenn du zum Beispiel jetzt dieses Büroartikel gemacht hast, also du machst einfach eine Tabelle für Büroartikel, das ist dein Wrapper und dieses Data sind deine Datensätze. Und bei den Datensätzen tust du dann den Sprachwechselmodul aktivieren und dann sagen, okay, das ist mein Fallback zum anderen Sprache. Und das ist, aus welcher Quelle soll ich die Sprache beziehen, sagst du aus der Elterntabelle und nicht aus der eigenen. Und dann kannst du so ein wie bei F-Modul machen. Das habe ich auch schon dokumentiert, kann man dann in Ruhe alles nachlesen und einfach. So, wenn jetzt WLAN mitmacht, kann ich auch noch die Freizeitbox zeigen. So. Das sind jetzt die Google Maps Geschichte mit der Postleitzahl und eine Umkreissuche von 200 Kilometern. Bounds sind schon aktiviert, das heißt, er zoomt automatisch rein und zeigt dir einfach alles, was im Umkreis von Karlsruhe ist und so kannst du deine Umkreissuche einbinden. Holiday Park, Tripstellen und so weiter. Ist auch kein Problem, ja. Ja, und das kann ich dir kurz zeigen. Und zwar, wie gesagt, du gehst auf Themes und dann dieses Listenansicht. Immobilienprojekte. Ja. Und zwar Umkreissuche. Machst Umkreissuche aktivieren, deine Geokoordinaten eingeben und Land Deutschland auswählen, weil einfach die Postleitzahl einfach zu wenig ist als Information und der nimmt einfach Deutschland immer mit in die Umkreissuche auf und dann hast du ziemlich, also genauer. Ja? Ja, klar. Ja. Achso, so nicht, aber du kannst es im Template überschreiben. Ja. Ja. Ich habe jetzt Bounce eingebunden, dass er reinzoomt, aber man kann das jetzt noch erweitern mit diesen Dots, dass er, wenn kopieren, ja, das geht. Und da muss einfach nur das Template kurz entsprechend editieren. Wenn man sich da auskennt, kann man das einfach machen. Sonst mir E-Mail schreiben. Vielleicht mache ich das auch als Feature. hm?
Nee, aber wenn man so, bei mir war es so, als ich den F-Modul gemacht habe, hat er nur vier Eingabetypen und es war einfach nur gedacht, du hast Liste und dann kannst du ein bisschen filtern und alles, was jetzt im Katalog-Manager ist, im Nachfolger, ist nur Kundenanfrage. Ich habe nie was gemacht, was ich aus meinem Kopf, sondern okay, willst du das, dann habe ich das gemacht und am Ende ist Katalog-Manager rausgekommen. Deswegen ist es nicht meine Idee, dass das hier ist. Deswegen immer E-Mails, irgendwelche Kundenwünsche, einfach mir E-Mails schreiben. Ich, manches mache ich ein bisschen schneller, manches tue ich das verlängern, je nach Zeit, weil das mache ich immer noch in der Teilzeit, also das ist nicht mein Hauptberuf. Das heißt, es ist immer noch ein bisschen, hat nicht so viel Zeit, aber ich kümmere mich darum, dass das weitergeht. Man sollte halt auf, es kommt da ganz auf den Server an. Wenn man so 1-1 Server hat, so mit ein paar, nicht so viel, dann sollte man auch keine 100 Datensätze auf einmal zeigen. 10, 20 Datensätze pro Seite. Filter funktioniert auch schnell. Es wird schnell gerendert, aber man muss halt aufpassen. Und wenn du ganz viele Bilder hast, also Galerien, dann musst du schon vielleicht nur 10 anzeigen. Bei richtig guten Servern mit SSD und dann kannst du auch gerne mal 50 anzeigen. Ist kein Problem. Und für die Datenbank selber? Also es gibt. Das macht kaum Unterschied. Wenn du mal richtig viele Datensätze hast, vielleicht 10.000, kannst du noch Indexe setzen. Das wird auf jeden Fall auch helfen. Kann man auch im Eingabefeld dann dieses Feld als Index setzen und dann so filtern, dann hast du noch eine Beschleunigung.